Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play One Piece Pirate Warriors 3. In der letzten Folge, ja, haben wir leider in der ersten Runde hier mit Kizaru gegen Akainu verloren, aus einem mir nicht ganz erschließenden Grund. Dennoch, ja, haben wir die Mission neu gestartet und jetzt sind wir mittendrin und müssen den Kerl eins überhauen. Auf jeden Fall müssen wir ihn erstmal finden. Ach, Enel auch hier. Was soll die Scheiße? Das war so mit ihm. Der ist weggeflogen. Oh, hier hätte ich gar nicht kommen brauchen. Ah, oh, Long hat was ganz gut alleine gelöst. Was ist denn der Bellamy Nordwesten? Wo ist denn der? Der ist hier unten, ne? Ja, hier ist er. Ja, das war ja ganz einfach. So, die kriege ich noch. Vor allem Ahlung springt einfach gegen die Wand. Ist auch schön. Ach, wir haben ja volles Leben, so wie es aussieht. Die Riesenkapitäne soll ich jetzt finden. Wir könnten ja überall sein. Steht er wieder als auf Kizaru oder was? Alles ist doch, der Riesenkapitän. Fähigkeit ist aber so heftig. Das könnt ihr euch sparen, Leute, das ist schon mal bald. Oh, jetzt haben wir S-Rang. Jetzt könnten wir eigentlich. Hab ich ja in der letzten Folge schon angesprochen. Am Ende. Da unten, ne? Gut, da gehen wir da als nächstes hin. Ich
bestimmt noch was. Ja. Ein bisschen Leben. Schärfe der Darmballer zu scheiße mir rein. Das ist Kisarus, ja. Zeit zu sterben? Ja, natürlich. Masatsu Zero! Tanatarin Ikki no Magatama! やったの鏡。ご苦労だったね。強い男は好き。もっとやってみせておくれ。オミガネ。聞くよ。やったの鏡。ご苦労だったね。 Joey. Der Herr. Krasse Sache. Verbessert Combo. Das auch noch. Die Combo-Verbesserung kriegen wir denn hier noch? Hau meinen ganzen Charakter nur mit Combo-Verbesserung durch, zu. Und nimm gar nichts anderes mehr. Oh. Das Kopfgeld wurde ausgesetzt. Er auch noch. Den haben wir hier. Das ist nur noch Garb, okay. Niemand sonst noch. Gut, dann werden wir uns in der nächsten Folge dann Garb widmen. Okay, krass. Beziehungsweise in dieser Folge ja schon. Ich meine, die Folge läuft ja noch gar nicht so lange. Der Kainu. Das fehlt ja wirklich. Puh, hier fehlt er. Es fehlen uns jetzt noch drei Charaktere, wenn ich das richtig sehe. Das eine ist Garb und das andere ist dann Shanks. Und wer ist denn dann der. Hier bin ich mir jetzt nicht ganz. Also Garb kommt auf jeden Fall in der Marine rein und ich bin mir. Ja, ich vermute mal, Shanks wird hier bei den Piraten auftauchen. Das sind ja meistens Piraten, die den Strohhüten verbündet gesonnen sind und das sind ja ihren Feinde. Ja, gute Frage. Und Ruffy habe ich ja zwischendrin auf Level 50 gebracht. Ratet mal warum. Was können wir hier noch machen? Sehe das dann jetzt mal voll sind. So.
Ruffy haben wir schon recht gut. Wir müssen Os. Ich müsste die Mission mit Os nochmal spielen. Os, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie man ausspricht. Okay, Akaino. Yo, Michuri! Ich wollte jetzt nicht Segel setzen, ich wollte erstmal seine. Naja, kann man noch machen. Ist ja nicht so schlimm. Und auch hier wäre ich von der Sympathie her eher auf Garbs Seite. Der ist auf jeden Fall sympathischer als hier. Er hier. Dann kann ich von allen One Piece Charakteren am wenigsten leiden. Dich gefolgt von Blackbeard. Und Doflamingo. Okay, müssen wir mal verwenden. Hier auf jeden Fall. Oh, das wird hier nicht funktionieren. Das ist bei Gesundheit nicht wirklich sehr gut. Ja. Oh, das reicht ja perfekt. Perfekt, Mann. Hier wird es mir nicht reichen. Da kommen wir gerade mal auf 13. Dann müssen wir mal einen Schimmel angeben. Reicht das auch mal? Den werden wir edel nehmen. Das reicht wiederum nicht mehr. Und das reicht auch gerade so. Okay, Wachstum ist schon mal auf 30. Hoch pushen, sag ich mal. Ja, dann sehen die Werte etwas besser aus. Ich ist immer so beim Spezialangriff im Gegensatz zu Kizaru am besten. この戦だけは落とすわけにはいかねえ。俺も同行する。
Uiui. Also gerade was die körperliche Stärke angeht, ist er wirklich jedem überlegen. Naja, außer Whitebeard vielleicht. Innerhalb des Zeitlimits krieg ich ihn. Ein Angriff. Da wächst wirklich kein Gras mehr dann. Du kannst gar nicht auch. Entschuldige. Warum bist du dich entschuldigen? Ah, das ist eigentlich dann so wie eine Art Vulkan. Das ist auch lustig. Was ist denn da hinten jetzt aufgetaucht? Bruno, was hat er denn jetzt so? Mudada! Meine Sentorium, der war ohne was draußen. So, das ist dein Ende. Das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte den Angriff machen. Warum hab ich ihn denn nicht besiegt? Ich mache eine ganze Vorarbeit und dann kriegt jemand anderen die alles die Münzen. Das ist. Beziehungsweise niemand kriegt die Münzen. Schweinerei ist das. ミスター3よ。あんたご自慢の労で、こいつを足止めするんだ。頼んだよ。どうは熱で溶けるのが常識だなる。私には無理だなる。一致は解散。さらばだ。 Beziehungsweise. Ah, ich hab doch keinen Anführer getroffen. Sabo hier. Das
habe ich wohl gar nicht getroffen. Mal wieder platt. Was? Darauf habe ich hier nicht geachtet, Alter. So ein Scheiß. Ja, du warst unachtsam, das bedeutet Game Over und das bedeutet auch das Ende dieser Folge, denn, ja, es ist einfach zu beschämt, ich kann jetzt so nicht weitermachen. Deshalb, ja, ich bedanke mich dennoch fürs Zuschauen, in der nächsten Folge wird es dann besser, dann achte ich auch wieder auf, ja, meine Mission. Bis dahin, ciao.